Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute mit einem sehr coolen Review. Und zwar haben wir die Finger an einen sehr gehypten Release bekommen. Und was für ein Schuh das ist, sehen wir nach dem Intro. Also Leute, ich kann es kaum glauben. Und zwar haben wir hier ein Raffle gewonnen, beziehungsweise hat Olli den bekommen und die Chancen, dass wir den gewinnen, war so unglaublich klein. Aber Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben bei Lobby in Hamburg einen W bekommen. Und zwar ist es der Nike SB Dunk Chunky Dunky. Einmal kurz ein paar Side-Informationen zu dem Schuh. Der hat im Retail 100 Euro gekostet. Wir haben jetzt 110 Euro bezahlt, ich weiß auch nicht warum. Aber normalerweise hat er 100 Euro gekostet und es gab um die 6 Stores in Deutschland, die den Schuh bekommen haben. Die Nike Sneakers App hat einen extrem geringen Stock gehabt. Also am Montag kam da ein Early Access, wo relativ viele Leute gewonnen haben. Das hat mir unnormal Hoffnung gemacht und das hat den Preis nochmal richtig runtergedroppt. Aber dann, als am nächsten Tag, am Dienstag, dann der Schuh wirklich rauskam, hat man dann wirklich bemerkt, wie wenig Stock überhaupt da war. Und dann sind die Preise wieder nach oben geschossen, wie sonst was. Der Schuh liegt gerade momentan, soweit ich weiß, um die 1,3, 1,4, 1,5. Und ich glaube, das ist ähnlich wie beim Jordan 1 Travis Scott, wo die ganzen Leute wie verrückt ankaufen und den Preis einfach nur nach oben treiben und irgendwann die Blase platzt und der Preis droppen wird. Ich könnte es mir gut bei dem vorstellen, weil die Preise sind gerade abnormal, abartig für den. Also Leute, die den tragen wollen, es tut mir wirklich sehr leid. Ich würde aber sagen, schauen wir mal direkt, was wir hier da haben. Und zwar ist es die normale SB Dunk Box, die auch schon im Februar rauskam, also wie beim Travis Scott Dunk. Und ja, die Box ist 1:1 die gleiche. Und wenn wir die Box öffnen, haben wir hier einmal das Papier, was uns entgegenkommt. Es ist das ganz normale Papier, was bei jedem SB Dunk, glaube ich, mit dabei ist. Und wir holen mal den Schuh raus, Leute. Und hier haben wir das schöne Ding, Leute. Und zwar ist die Ausführung von der Collab zwischen Nike und Ben & Jerry's, also vom Chunky Dunky, ist in meinen Augen extrem gut gelungen. Also die haben es echt perfekt geschafft, quasi dieses Ben & Jerry Eyes oder diese Box genau auf diesen Schuh raufzubringen. Also ich glaube, ich habe noch nie sowas Wildes gesehen. Also wirklich sehr krass. Und die größten Merkmale, die der Schuh hat, ist natürlich hier dieses Kuhleder. Natürlich nicht für jeden was, aber in meinen Augen ein sehr schönes Collector-Piece. Ob ich den selber tragen würde, ich glaube eher nicht. Es ist ziemlich schwierig, den irgendwie zu kombinieren. Und dann auch noch für den Preis, also selber tragen, wäre für mich ein No-Go. Aber zum Sammeln, zum Collecten, zum Hinstellen, ein absolutes Brett. Also wirklich ein sehr schöner Schuh. Ich würde sagen, wir kommen aber dann direkt mal zur näheren Review. Und zwar schauen wir direkt mal, was wir hier so haben. Und zwar, wie gesagt, Leute, dieses Kuhleder. Ich weiß nicht, ob das echtes Kuhleder ist oder nicht. Aber es fühlt sich dann noch relativ echt an. Ich denke aber, das ist, oder es sollte auf jeden Fall kein echtes Leder sein, weil für 100 Euro wäre das schon echt billig und das wäre auch irgendwie ein bisschen makaber, wenn man so, keine Ahnung, das Maskottchen von Ben & Jerry's und dann quasi eine Kuh dafür killt. Ich glaube, das wäre schon ein bisschen komisch. Nichtsdestotrotz, Leute, sehr wild, einmal ganz außenrum, also dieses Kuhleder sieht man hier komplett überall und dazu noch hier auf der Toebox dieses hellblau, was wieder auf dieser Eisverpackung drauf ist. Das soll der Himmel sein. Neben diesen hellblauen Ton haben wir hier dann noch ein paar Grüntöne. Das sind nämlich die Berge, die auch auf der Box drauf sind. Also man sieht auf jeden Fall, die waren da sehr originalgetreu, haben das Design von der Box einfach übernommen und hier auf den Schuh drauf gemacht. Und ich finde, das ist eine sehr wilde Idee. Und ja, kommen wir dann mal zum Highlight für mich. Und zwar ist das neben dem Kuhfell hier einmal dieses Swoosh. Und zwar sieht man, drückt hier das quasi ein bisschen runter, das heißt, das Eis soll, glaube ich, schmelzen und dann hier runterfließen. In meinen Augen mega gut und die Farbe in Gelb finde ich auch mega nice. So, ich weiß nicht, woher die das Gelbe aufgegriffen haben, eventuell von der Box, also von dem Deckel hier, aber ich bin mir da auch nicht sicher. Nichtsdestotrotz, Leute, dieses Gelb finde ich passt wie die Faust aufs Auge. Ja, und es sieht echt sehr sick aus. Wir haben hier einmal zwei extra Laces und zwar einmal in Gelb sowie in Grün.
Dazu halt noch die normalen weißen Laces, die halt schon direkt geschnürt sind. Wenn ich die tragen würde, dann auf jeden Fall mit den weißen Laces. Aber wie gesagt, Leute, dieser Schuh extrem schwer für mich irgendwie zu tragen. Ich glaube, ich könnte das auch gar nicht. Wie gesagt, Leute, für mich, Animal Print ist so ein Ding eher nicht. Und dann auch noch in der Farbe auch eher nicht mein Fall. Kommen wir dann aber mal zu der Zunge. Und zwar ist die Zunge wieder ganz normal, wie bei jedem anderen SB Dunk auch, extrem dick. Unterschied aber zu den anderen ist hier, wie gesagt, nochmal dieses Kuhfell oder dieses Kuhleder. Man hat hier wieder diese Haare am Start und ich sehe schon, das sieht aus wie bei mir, wenn ich da im Friseur gehe, und zwar liegen die Haare da überall. Ich weiß nicht, ob das, nee, sind nicht meine Haare, aber ich glaube, das sind auf jeden Fall die Haare von der Kuh hier. Die sind auch schon überall auf den Laces drauf. Muss man auf jeden Fall aufpassen, wenn man den Schuh trägt, dass da nicht das ganze Leder abgeht. Ansonsten haben wir hier auf der Zunge einmal das Nike SB Logo drauf, sowie den Chunky Dunky Schriftzug. Auf der Innenseite sehen wir dann einmal hier das Ben & Jerry's Logo schon wieder und mit der Aufschrift If it's not fun, why do it? Ganz cooler Spruch, ich glaube, das ist von, ich weiß nicht, ob der von Nike ist oder von Ben & Jerry's, aber ein ganz nicer Spruch. Gehen wir weiter zur Midsole, und zwar ist es eine ganz normale weiße Midsole, sieht ganz clean aus, finde ich. Und die Outsole ist hier in grün. Das gleiche Grün, was hier auch schon wieder auf dem auf der Icebox zu sehen ist. Und dazu haben wir hier einmal in der Mitte von dem Schuh einmal ein Neongrün oder so ein Hellgrün. Das sieht auch ganz cool aus, finde ich. Sind die zwei gleichen Grüntöne wie hier auf dem Upper schon wieder zu sehen. Kommen wir dann aber mal zur Insole. Und zwar haben wir da einmal draufstehen Ben & Jerry's x Nike SB. Das Ganze in einem bunten Muster. Ich glaube, das nennt man Batik-Muster oder Tie-Dye-Muster. Sieht in meinen Augen auch echt ganz cool aus, passt auch sehr zum Thema von dem Schuh, alles ganz farbenfroh und bunt. Kommen wir dann mal zu der Frage, ist der Schuh denn wirklich so viel Geld wert, würde ich so viel Geld für den Schuh ausgeben? Meine Antwort ist, ja. Für mich persönlich würde ich nicht zum Tragen kaufen, allerdings als Sammlerpiece, als Wertanlage, definitiv lohnenswert, den zu kaufen. Ich bin auch gerade am Überlegen, wo ich den am besten holen kann. Ihr wisst, private Verkäufer sind immer richtig pain in the ass. Immer, ja, ich verkaufe den an dich und dann, doch nicht. Also sowas fuckt mich halt auch ultra ab. Deswegen schaue ich mal, wo ich den am besten herholen kann oder ob ich irgendwie einen Plug habe oder so. Und man sieht auch, dass Leute den Preis zahlen für den Schuh. Also auch bis zu 1500, 1600 Euro. Also absolut, absolut krass. Und ich glaube, der hat wirklich Potenzial, so ein Klassiker zu werden. Also so ein richtiger Dunk-Liebling. Und ich würde sagen, definitiv einer der meistgehyptesten Releases vom SB Dunk für dieses Jahr. Ich glaube auch way, way hypter als der Travis Dunk. Strangelove hatte auch nur halb so viel Hype am Anfang. Ich glaube jetzt keinen Schuh wirklich, der diesen hier toppen könnte. Ich habe den wirklich auch überall auf Instagram gesehen. Also in meinen Augen ein absolut kranker Schuh. Was mache ich mit dem Schuh hier? Oder was macht Olli mit dem Schuh? Wir werden den, glaube ich, noch ein bisschen hier rumliegen haben. Der sieht ganz cool aus dahin in der Vitrine bei uns. Verkaufen werden wir den, glaube ich, noch nicht. Das war es dann auch soweit mit der Review, Leute. Ich wünschte, ich könnte ihn mal anziehen, aber wie gesagt, ist nicht meine Größe, es ist eine US-12. Benutzt auch gerne unser Videomaterial, falls ihr den Schuh irgendwo kaufen wollt, zum Legend-Checken, weil, wie gesagt, Leute, das ist ein 100%ig Legend-Schuh. Wir haben hier keine Fakes am Start, sondern nur originale Ware. Wie gesagt, bei Lobby in Hamburg gewonnen. So Leute, das war es soweit schon mit dem Video und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Schuh tragen würdet oder eher nicht oder was ihr mit diesem Schuh gerne machen würdet. Ist das für euch der Release des Jahres? Ja oder nein? Für mich einer der Top 3, glaube ich, schon dieses Jahr oder Top 4 Releases, denn es ist ein sehr, sehr krasser Schuh in meinen Augen. Und falls ihr Sneaker-Freunde seid oder euch einfach nur für Fashion interessiert, dann abonniert doch gerne mal unseren Kanal. Und zwar laden wir mindestens einmal die Woche hoch, aber momentan sogar fast täglich. Also lohnt es sich auf jeden Fall, uns zu unterstützen. Das würde mir und Alex auch sehr, sehr viel bedeuten. Also checkt gerne mal die Abo-Box ab, Glocke aktivieren. Und falls ihr auf sehr, sehr Hardcore-Ehrenbasis noch mein Instagram abchecken würdet, wäre es auch sehr nice. Dort lade ich fast einmal die Woche irgendwelche Fits von mir hoch und ja. Ich würde sagen, das war's soweit mit dem Video. Gönnt euch ein Eis. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.